Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute in Leipzig sein kann und zu Ihnen sprechen kann. Denn Leipzig ist ja für jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist und die ganze Zeit der deutschen Spaltung erlebt hat, sozusagen von Kindesbeinen an erlebt hat und als etwas Unerschütterliches eigentlich gefunden hat, weil es immer da gewesen ist und nie in Frage gestellt worden ist. Für einen solchen Menschen ist Leipzig eine besondere Stadt. Denn es ist ja die Stadt der friedlichen Revolution in der DDR. Es ist die Stadt des Mutes aufzubegehren gegen die Obrigkeit, sogar gegen eine Obrigkeit, der man Schlimmes zutrauen musste, wenn es zum Glück sich dann auch früher damals nicht so ereignet hat. Es ist die Stadt, von der man sagen kann, dass sie bereits im Jahr 1989 das gelebt hat, was wir heute als unseren Wahlkampf-Slogan ausgewählt haben, den Mut zur Wahrheit. Denn von Leipzig ging eben der Slogan aus, der die Wiedervereinigung letzten Endes möglich gemacht hat. Von Leipzig ging der Slogan aus, wir sind ein Volk. Und das zu sagen war aus der Perspektive der Deutschen, der Westdeutschen zumindest, Mut zur Wahrheit. Denn in Deutschland traute sich das niemand mehr zu sagen. Ja, das Empfinden war selbstverständlich da, aber wir waren gegängelt so stark durch politische Korrektheit, dass es in Westdeutschland als anstößig empfunden worden ist, die Wiedervereinigung zu verlangen und darauf hinzuweisen, dass wir ein Volk sind. Und nur dadurch, dass die Leipziger und dann die anderen Menschen in Ostdeutschland diesen eigentlich selbstverständlichen Passus aus ihrer früheren Nationalhymne übernommen haben und damit demonstriert haben, nur dadurch, dass sie den Mut zur Wahrheit bewiesen haben, ist die Stimmung dann schließlich auch nach Westdeutschland übergeschwappt und hat dieses eine Volk sich dann erfolgreich wiedervereinigen können. Dafür, meine Damen und Herren, bin ich Ihnen auch heute noch aus tiefstem Herzen dankbar. Ich bin von der Initiative Grundeinkommen Leipzig. Und meine Frage ist natürlich jetzt, wie steht eigentlich die Alternative für Deutschland zu diesem Thema? Da haben wir noch keine abschließende Meinung. Es gibt sehr viele Befürworter, es gibt aber auch sehr viele strikte Gegner. In diesem Spannungsfeld müssen wir versuchen, nach der Bundestagswahl zu den Landtags- und Europawahlen zu einer programmatischen Aussage zu kommen. Die haben wir derzeit nicht. Ja, woran liegt das? Also wer behindert Sie so dran, da mehrere Informationen reinzuholen? Eins behindert uns natürlich der Wahlkampf, der derzeit alles bindet. Das ist die logistische Antwort. Die formale ist natürlich, und nicht die formale, die inhaltliche. Wir haben vom kleinen Mittelständler bis zum Hartz-IV-Empfänger ein riesengroßes Spektrum. Wie eben, wir sind nicht links, wir sind rechts, wir vereinen alles. Das müssen Sie erstmal dahin bringen. Wir haben also eine Programmkommission, der davon nach Adam vorsteht. Wir haben auch in Sachsen eine Programmkommission auf Länderebene, die bereits einmal getagt hat und die sich jetzt Step by Step mit all diesen Fragen, zu denen nicht nur das Grundeinkommen, zu denen also auch noch viele andere Dinge gehören, beschäftigen.